Willkommen bei Backleben. Heute machen wir herzhafte Roggenbrötchen. Die sehen so aus und sind so wunderbar fluffig. Mit leckerem Schinken drin. Für unsere herzhaften Roggenbrötchen brauchen wir Wasser, Weizenmehl, Roggenmehl natürlich, Joghurt, in dem Fall griechischer Joghurt mit 9,2% Fettgehalt, Hefe, brauner Zucker, etwas Röstzwiebeln, Salz, gewürfelter Schinken und als Besonderheit Backpulver. Backpulver deshalb, weil Roggenmehl oft nicht eine so schöne fluffige Krume ausbilden kann, da reicht auch die Hefe nicht. Aber Backpulver unterstützt den Trieb ein bisschen, macht das Ganze ein bisschen fluffiger. Und ich habe hinterher wirklich leckere, krosse, aber fluffige Brötchen und das ist ja das Ziel der ganzen Geschichte. Um unseren Teig zuzubereiten, fangen wir wie immer damit an, dass ich das Wasser in den Kessel tue. Die Hefe ins Wasser einbrösel, dann kann die sich schon ein bisschen auflösen. Das ist schöner für die spätere Teigbildung. Ich gebe den Quark bereits dazu, beziehungsweise in dem Fall natürlich den Joghurt. So. Jetzt nehme ich mein Mehl. Die trockenen Zutaten mische ich unter das Mehl. Trockene Zutaten wie Salz, Röstzwiebel, Backpulver und den Zucker. Vermische das auch so ein klein wenig vor, da gibt es keine Klumpenbildung einzelner Komponenten. Und nachher, wenn ich den Teig etwas geknetet habe, so ungefähr schon 5 Minuten, zum Schluss kommen dann die Schinkenwürfel rein. So, das war auch schon die Vorbereitung für meinen Teig. Das knete ich jetzt auf langsamer bis mittlerer Stufe, so ungefähr 5 Minuten zu einem schönen Teig. Unterbreche dann das Kneten und wie gesagt, dann kommen die Schinkenwürfel ran. Aber das könnt ihr gleich im Video sehen. Der Teig war jetzt in Summe 6 Minuten in der Knetmaschine. Ich habe ihn erst als Teig vorbereitet, zum Schluss dann die Schinkenwürfel reingetan, einmal kurz kräftig schnell durchgeschlagen, dass er sich gut emulgiert, also gut unterarbeitet. Und jetzt nehme ich ihn raus und werde ihn ein klein wenig strukturieren. Das heißt, ich ziehe und falte ihn einmal und mache ihn ein wenig rund. Der Teig ist weich, das soll er auch, das ist wichtig. Aber er lässt sich prima verarbeiten, das kann ich euch versprechen. Ich habe diese Brötchen ja nicht, mache die ja hier jetzt nicht zum ersten Mal. Wie ihr seht, lässt sich gut anpassen. Ich ziehe und falte ihn ein wenig. Einfach nur strukturgebend. Das ist gut für die späteren Brötchen zu machen. So, das ist schon alles. Ich habe jetzt eine schöne, runde, kompakte, gut, haptisch sehr schöne Teigsituation. Das kommt jetzt in meinen Kessel. Etwas Mehl ausstauben, mit dem Schluss nach unten. Den stelle ich jetzt hier hin, decke ihn ab und gebe ihm 1 Stunde Zeit, schön heranzureifen. Und in 1 Stunde machen wir weiter. Bis gleich. Der Teig war jetzt 1 Stunde in der Teigruhe, hier im Raum. Wie gesagt, hier ist angenehm warm. Ich hatte ihn abgedeckt und wie man sehen kann, ist er ganz wunderbar gekommen. So soll er sein. Er entwickelt sich also klasse. Ja, ich nehme den Teig jetzt raus und mache daraus erst einmal 90 Gramm Stücke, die ich abwiege und dann etwas rund mache und zur Seite lege. So, wie man sehen kann, ist der wunderbar zur Weiterverarbeitung. So, ein bisschen Mehl auf meine Platte, meine Waage dazu. Und dann ganz einfach 90 Gramm schwere Stücke. So, guck mal ein bisschen drauf. Thank you.
meine abgewogenen Teigstückchen mache ich jetzt rund. Die Hand so, die Fläche ein bisschen hoch. Das ist wichtig für die Struktur der Brötchen später. Ich setze sie mit dem Schluss nach oben, das ist der Schluss, im Mehl ab und mache das jetzt erst einmal mit allen Teilen gleich. Ihr habt gesehen, das geht recht schnell, sagen wir eine Minute, da hat man das eben rund gedreht. Diese jetzt rund gedrehten Teigstücke decke ich jetzt für 5 bis 10 Minuten ab. Die müssen sich ein bisschen entspannen. Einfaches Tuch, schöner warmer Raum hier. Ich decke sie ab, dass sie nicht austrocknen, und in 10 Minuten verarbeiten wir sie weiter. Die 10 Minuten Entspannungszeit sind jetzt vorüber. Ich mache die Abdeckung runter, die brauche ich aber gleich noch. Man kann sehen, dass sie richtig kommen, das ist schön so. Ich werde jetzt die Brötchen in 2 Varianten machen. Ich mache sie einmal rund und ich mache sie einmal lang. Beiden gemein ist aber, dass ich sie, bevor ich sie absetze, in Roggenmehl drücke. Das ist ganz wichtig. A, gibt es ein schönes Design, aber auch einen schönen Geschmack. Und die Brötchen sehen hinterher schön aus, die gehen dann besser auf. Rund machen, relativ einfach. Ich drehe sie noch einmal, drücke sie in Mehl und setze sie dann auf dem Blech ab. Das mache ich jetzt erstmal mit allen, die ich rund mache. Der Teig ist jetzt aufgemacht, die Brötchen sind geformt. Hier ist der Schluss nach oben, hier ist der Schluss nach unten. Auf beiden ist Mehl drauf. Das Mehl schützt auch bei den Roggenbrötchen so ein bisschen vor dem zu dunkel werden. Und außerdem finde ich es immer sehr hübsch. Bei den länglichen mache ich nachher noch einen kleinen Schnitt über die Längsachse und dann kommen sie mit Dampf in den Ofen. Aber jetzt kommen sie erstmal für 30 Minuten in die Stückruhe. Die herzhaften Roggenbrötchen waren jetzt 1/2 Stunde in der Stückruhe. Ich decke sie jetzt ab. Hier im Raum haben wir natürlich geheizt, es ist schön warm. Folglich haben sie sich auch entsprechend vergrößert. Das heißt, die ganze Rezeptur arbeitet exakt so, wie sie soll. Man kann es schön sehen, um wie viel die größer geworden sind. Hier gehen der Schluss schon ein bisschen auseinander, genau soll das sein. Der wird nachher etwas größer. Jetzt schneide ich die länglichen Brötchen einmal kurz ein. Einfach ein beherzter Schnitt, circa 1 Zentimeter tief. Unsere herzhaften Roggenbrötchen gehen dann bei 240 Grad Ausgangstemperatur in den Ofen. Das regle ich sofort runter auf 200 Grad, das dann nach 10 Minuten auf 180 Grad. Und natürlich beim Einschub ordentlich Dampf geben. Also, wir schauen, was draus wird. Die herzhaften Roggenbrötchen waren jetzt genau 21 Minuten im Ofen. Wie eben schon erwähnt, in abgestaffelter Hitzesteuerung. Wie man sehen kann, sie sind wunderschön gerissen. So sollen sie sein, sind herrlich gekommen. Auch die runden Brötchen sind aufgegangen. Schade, dass man nicht riechen kann, wie gut es jetzt riecht. Die Kombination zwischen diesem leckeren Geruch von Brötchen und frischen Schinken, den ich da verarbeitet habe, ist einfach wunderbar. Ich hoffe, das Video hat euch wieder Spaß gemacht. Viel Spaß beim Nachbacken natürlich. Sag Dankeschön an der Stelle. Wie immer findet ihr Rezept und weitere Informationen dazu unter unserer Videoverlinkung. Ich wünsche euch noch eine gute Zeit und freue mich bis bald bei Backleben.